Was geht, Leute? Hamburger Youngsters hier und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, meine Freunde, ich bin wieder back am Stizzle und habe die TDS-Sets von Ligue 1 und Kyle Joao am Stizzle. Und natürlich noch in Massen an WM-Packs. Der WM-Modus ist draußen, den wollen wir natürlich suchten. Morgen gibt es auch ein Video, heute gibt es ein Video, es gibt sogar einen Livestream am Wochenende. Wie gesagt, wenn ihr das geil findet, schreibt doch gerne einen Kommentar oder lasst einen Daumen nach oben da, wenn ihr möchtet. Was ich alles in der letzten Zeit gemacht habe, wieso wieder die ganz kurze Pause, alles werde ich natürlich im Livestream mit ein bisschen Talk, ein bisschen Easy Game und so, man kennt es ja. Weekend League plus WM-Modus, Spiele gegen euch, habt ihr euch ja auch gewünscht. Und ja, ich würde einfach mal sagen, wir beginnen einfach ganz trocken mit den Ligue 1 Set. Come on, ich hoffe, es würde Neymar. Mein Ziel ist es eigentlich, Neymar zu bekommen. Ich weiß, wie schwierig dies ist. Oder Mbappé würde mich auch glücklich stellen. Ich habe als ersten, glaube ich, den Keeper bekommen. Ich habe alle gemacht bis jetzt, die von den Team of the Season Sets. Aber ich war noch nie so ganz zufrieden, bin ich ehrlich. Ich kann ja gleich mal sagen, auch noch beim zweiten Set, wen ich alles bekommen habe. Aber erstmal let's go. Wir machen einen No-Look-Pack und... Wenn es Neymar oder Mbappé ist, wäre ich zufrieden. Alles andere gucken wir erstmal weiter, beziehungsweise ich glaube, es gibt noch ein, zwei Spieler, die okay sein würden. Aber ich bin nicht halt mit jedem zufrieden, muss ich sagen, in Ligue 1 Team. Aber man kann sich nicht beschweren, eine umsonst ist auf jeden Fall cool. Und wir gucken in 3, 2, 1. Oh, Mbappé, Digga, ja, den kann man gebrauchen, der ist geil, Digga. Woo, damit kann ich leben. Danke, ey, Digga, das erste Mal auf diesem Account, ich schwöre... Das erste Mal auf diesem Account ist endlich Pack Luck. Richtig extrem. Also Mbappé, Digga. Tamchak Guzel, Digga, kommt zu unserem Team. Und ja, ich bin mal gespannt, wie wir noch kriegen würden. Alter, die Stats sind schon mal richtig pornös, muss ich sagen. Und das lohnt sich richtig. Ich habe richtig Bock. Am Weekend League wird am Wochenende zerstört mit Mbappé. Alter, ich feiere diese Karte unnormal gerade. Kylian Mbappé, aka Tanzi. Nein, Spaß, bester Mann. Ja, nehmen wir mit und gehen ganz genüsslich, würde ich sagen, zum... Culture A Pack. Okay, zweites Pack. Ob wir weiter so Glück haben, weiß ich nicht. Aber ich habe richtig Bock, dieses Pack zu ziehen. Natürlich wäre es jetzt überkrass. Auf wen hätte ich Bock? Auf Dybala, auf Mertens oder auf Nainggolan. Das wären so die Hauptspieler, wo ich sagen würde, ey, Digi, da habe ich Bock drauf. Gib ihn mir. Aber natürlich, wenn man eben so viel Glück hat mit Mbappé, finde ich zumindest, dann glaube ich nicht, dass das drin ist. Wenn das der Fall sein sollte, ist natürlich Eskalation pur und würde ich natürlich direkt in mein Team einbauen für die Weekend League. Aber gucken wir erstmal. Ich würde sagen, da es ganz gut geklappt hat, machen wir nochmal hier. Boom, gib ihm die Eumel. Und dann gucken wir gleich natürlich in 3 wieder hoch, weil das ist einfach zu unnormal. Gucken wir einfach mal gleich los. Und zwar in 3, 2, 1. Alisson, okay. 88, nicht der Beste, wenn nicht sogar einer der Schlechteren, würde ich sagen, muss man doch ehrlich sein. Macht erstmal hier seine Moves, ja, seine Krüppelarm hat er als Keeper gut gemacht. War klar, dass sowas kommen würde, aber kann ich mitleben, weil wir können ja sowieso, wenn noch eine weitere Challenge kommt, ihn wieder abgeben. Beziehungsweise ich kann ihn in eine SBC verbauen für Legends, also für Icons oder sonst was. Und ich denke, dementsprechend ist das schon ganz in Ordnung. Mbappé spielbar auf jeden Fall und dementsprechend gut weggekommen. Ich würde sagen, jetzt in den WM-Modus rein. Wir befinden uns jetzt im WM-Modus und ich habe bei ganz vielen Streamer und YouTuber-Kollegen gesehen, dass Ronaldo und Messi auf jeden Fall gut ziehbar sind. Man muss nicht allzu viele Coins verbraten. Ich bin gespannt, ob wir es auch schaffen werden, in diesem Pack-Opening einen von beiden zu ziehen oder wenn nicht sogar beide. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ich würde sagen, rein das erste Pack. Komm, gib ihn. Zerstör ihn und wir müssen jetzt auf jeden Fall was Gutes bekommen. Ich habe hier noch keine Packs draufgezogen. Ja, moin, Digga, einfach mal kein Rare. Ich denke mal, das ist dann damit gelaufen. Das kann aber immerhin ein Deutscher. Das ist wahrscheinlich dann, oh, der Wagner läuft bei ihm, würde ich sagen. Nehmen wir natürlich gerne mit, gucken, was da noch für Spieler dabei sind. Okay, geht in Ordnung. Jetzt nichts Gravierendes, wenn man ehrlich ist. Gehen wir zum nächsten Pack. Oh, da hat es kurz einmal geblinkt. Und was ist da in diesem Pack drinnen? Zack, es hat einmal kurz gestört. Argentinien, Stürmer, wer ist es? Und es ist... Higuain, 88, Walkout, sauber. Sehr schönes Ding hier. Den nehmen wir natürlich gerne mit. Natürlich wäre Messi optimal gewesen. Aber hey, ein 88er Higuain nehmen wir gerne mit. Mal gucken, was dahinter sich noch versteckt. Haben wir noch einen schönen Command. So lasse ich mir das Pack doch schmecken. Köstlich möchtlich. Das Pack ist wirklich angenehm. Das nehmen wir mit. Das schmeckt doch. So, Schlitz ist erneut da. Und es ist Deutschland. ZM, komm, gib was Gutes. Und es ist Goretzka mit einer 84. Den nehmen wir auch gerne mit. Ich muss sagen, ich hoffe jetzt immer gerade auf diese kleine eine Störung, die am Anfang kam, damit jemand Gutes kommt. Deutschland, Link, LM, sag nicht Reus. Doch, es ist nicht Draxler. Alles klar. 84er Draxler. Ich war nur gerade ein bisschen geflasht und habe gerade ein bisschen geguckt zur Seite.
ob da vielleicht jemand ist, aber einen Draxler nehmen wir auch gerne mit, dass also jeder weiß, ich denke, dass jeder möchte zumindest ein Europa-Team haben, beziehungsweise ein Mix mit Neymar und Messi kann ich mir auch natürlich vorstellen, aber ich denke doch, dass die meisten mit einem Europa-Team gehen werden. Ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, was von den ganzen benutzt ihr? Also benutzt ihr Europa, Asien oder eben halt Rest der Welt vom Ding? Ah, die nächsten drei Schlitze sind anwesend. Und es ist Frankreich, es ist Innenverteidigung, es ist Varane, es ist Koscielny mit einer 85. Das lässt sich natürlich schmecken. Und dann haben wir noch Costa, oh, Bartra, ein sehr sickes Pack, wie ich finde. Rabiot hinten auch noch am Start. Also da kann man sich wirklich nicht beschweren. So, zwei sind da. Und wir kriegen Spanien, ZDM, ist es Busquets? Busquets wäre natürlich richtig geil und es ist Busquets. Walkout 87er, bam, haut da raus. Wie gesagt, ich kann es so sagen, sehr, sehr geile Spieler aktuell. 87er und sonst nichts, aber ist okay. Für Busquets, auch wenn das Tempo natürlich ein bisschen niedrig bei ihm ist, ein sehr geiler Spieler. Ich denke, er wird sich auf der Position gut spielen lassen. Und auf geht's weiter. Alles klar, Feuerwehrwagen-Pack ist da. Und durch das Feuerwehrwagen-Pack bekommen wir... Wer wird es sein? Argentinien! Linker Flügel! Oh mein Gott, Gomez! Ich dachte gerade ehrlich, ist es Messi. Aber ich glaube, Messi ist rechter Flügel oder Stürmer, ne? Kann das sein? Auf jeden Fall mit Gomez liegen wir nicht verkehrt. Krankenwagen-Pack, Digga, gönnt... Nee, Feuerwehrwagen-Pack gönnt sich. Und es ist England, auch interessant. Es ist Walker! Und es ist Walker! Den nehmen wir mit! Der ist schnell, der ist gut, der hat ein gutes Tackling. Damit auf jeden Fall werden wir viel rasieren, denke ich. Let's go. Schlitze sind da. Sie kommen. Komm schon. Brasilien, komm bitte, Neymar. Stani Alves, safe. Aber ist trotzdem ein guter Spieler. Walkout 86er. Aber Neymar wäre natürlich mega sick gewesen. Aber Dani Alves als Walkout, den kann man natürlich auch gerne... in sein Team ein. Und Silber! Wow, was ein Brasilien-Pack! Tam Chakuzel ist der... Alter, was ist das für ein geiles Pack, Mann? Thiago Silva und Dani Alves bei dem Doppelpack 286er. Das geht natürlich fit. Das geht fit. So, wir haben jetzt gerade die Landes-Icon abgeschlossen. Auf ganz gediegen. Die ist ja auch eigentlich relativ simpel. Also das heißt ein Icon-Set. Und das werden wir jetzt natürlich aufmachen. Okay, wir gucken nicht hin, würde ich sagen. Wir gucken, machen das auf. Einfach in 3, 2, 1... Und da kommt, wenn da was Geiles drin ist, ich würde es unnormal feiern, man kann vieles ziehen. Ich denke, jede Legende ist einfach geil und auch sehenswert. Aber wenn da was richtig Geiles drin ist, dann freut man sich natürlich umso mehr. Und ich hoffe, dass das der Fall sein wird. Und wir gucken hoch in 3, 2, 1. Oh mein Gott, ich habe Ronaldo! 94er! Ja, moinsen! Alter, was ist das denn für krankes Packlack? Das ist doch nicht mehr normal, Alter! 94er Ronaldo, Digga, mit dem besten Hasch in EU West. Holy shit, Digga, nicht dein Ernst. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Wenn wir jetzt noch die Stelle mal vor, wir kriegen den anderen Ronaldo. Oh mein Gott. Alter, wäre es noch besser? Ich glaube, es gibt nur noch Pelé, genau, und Maradona als Legende. Das ist die dritthöchste Legende. Ich habe das nebenbei natürlich auf hier. Holy shit. Und natürlich hoffe ich auf die 5-Sterne-Skills. Alter, besser hätte es wirklich nicht sein können, bin ich ehrlich. Ich freue mich richtig, wie viele Sterne es gibt. 5, Digga, das ist sowas von geil. Damit können wir so viel anstellen. Holy shit. Heute ist echt irgendwie Glückstag, ja, bei Pöcko. Ich weiß auch nicht, heute ist richtiger Glückstag. Okay, nächstes Pack. Schlitz ist da, Triple Schlitz. Jetzt geht's erst richtig los. Brasil, komm, linker Flügel. Bitte, Neymar. Ist es Neymar? Oh, ist es Tyson. Was ein Prank. Das wäre zu krass, einfach nochmal Neymar hinterher geklatscht zu bekommen. Das wäre einfach zu hart gewesen. Aber das war echt der Troll des Jahrhunderts. Ich dachte echt gerade Safe Neymar. 100% hätte ich drin getan. Emre Can. Come on, mal gucken, was jetzt kommt. Erneut Triple Schlitz. Triple Schlitz. Das sieht doch Frankreich. LM. Und es ist Martial. Der schmeckt aber ordentlich, du. Martial kann man auf jeden Fall mal machen. Portugal. Oh, Pepe oder was? Es ist Pepe. 88er Walkout. Ja, moinsen. Jetzt fehlt nur noch da ein schöner Ronaldo und dann ist die Party auch ganz komplett vorbei. Dann ist das Game einfach nur keine Ahnung. Dann kein, mir fallen nicht mal mehr Worte ein, so krass ist das. Deutschland, Innenverteidigung, komm, Boateng, bitte. Es ist Süle, 84er, den wollte ich gerade sagen, nehmen wir gerne mit. Das haben wir aber schon öfters gesagt, deswegen... Nein, Gullern, woo, das ist doch mal
Das ist auch ein Pack, was wirklich sehr genial ist, worüber ich mich freuen kann. Also ich glaube, in diesem Wehrmodus habe ich mehr Gepäcklack, als jemals ich in FIFA 18 bis jetzt hatte. So, dann gucken wir mal, was das nächste Pack hergibt. Oh, ich dachte, Gudin oder was? Ich dachte gerade, ja, es ist 88er Gudin. Ich dachte gerade, Suarez und er ist Walkout, er kommt raus. Boom, er ist da, der Gudin. Der ist auch mit Freuden in unserem Team, würde ich mal jetzt behaupten. Mal hoffentlich ist was Geiles dahinter noch. Leider nicht ganz, aber ein 88er Gudin nimmt man gerne mit. Frankreich, Torwart, Lloris oder was? Ja, moinsen, der Lloris 87er und der nächste Walkout. Das ist doch nicht mehr normal, Jungs. Das ist ehrlich nicht mehr normal. Ohne Witz jetzt mal. Wie viel gutes Packlack sollen wir denn noch bekommen hier? Fehlt nur noch Ronaldo und Messi. Nächstes Pack. England, Stürmer, es lädt etwas länger und es ist Harry Kane als Walkout. Auch sehr interessant. Mal gucken, ob der sich gut spielen lässt. Daran bin ich doch schon interessiert, ob er ein Goalgetter ist, genau wie in der Barclays Premier League. Aber schauen wir mal. Und dahinter haben wir Albin Ekdal, guter Junge. Boom, Triple, Baby, it's Triple. Und dann haben wir Spanien. Linker Verteidiger, das ist Jordi Alba, safe, 85. Geile Sache, auf jeden Fall. Mal gucken, wer noch dahinter im Pack sein wird. Bin mal gespannt. Kann ja jeder sein. Okay, es wären Caleon und Bakker gewesen, aber Vestergaard haben wir noch. Das letzte Pack, was wir aufmachen werden, beinhaltet wen? Und zwar, okay, alles klar, das ist der gute Eriksen. Und damit schließen wir es natürlich ab. 89, what the fuck? Was für ein Rating, Alter. Der hat ein heftigeres Rating als einige sich hier gerade. 89 ist ziemlich hochgegriffen, also richtig geiles Rating. Mal gucken, wen wir noch davon haben werden. Und wer hinter ihm sein wird. Und es ist... Ja moin, einfach keiner, Digga. Ja moin, tschüss, ich bin raus, Digga. Nasenbluten muss los. Alles klar, meine lieben Freunde, das war's mit dem Pack-Opening. Morgen gibt es ein richtig nettes Video auf die Euglein. Und wie gesagt, wenn ihr Bock auf den Livestream habt, schreibt doch gerne mal rein oder lasst einen Daumen nach oben da. Dann weiß ich Bescheid, ihr habt Lust. Und wenn ihr möchtet. Und ja, damit verabschiede ich mich. Euer Amogangster Kevin ist raus. Und ciao!